Hallo, grüß Gott, meine Dreamies, und herzlich willkommen zum vierten Tag unseres Adventskalenders. Die Visual Novel ist etwas anders, als ich mir erwartet habe. Ja, wir schauen einfach, wie es weitergeht. Es ist teilweise ganz witzig, aber an anderen Stellen doch sehr cringe. Aber egal, wir ziehen das jetzt durch. Und schauen einfach mal, wie dieser Adventskalender sich weiterhin entwickelt. Nach einem der bittersten Kämpfe meines Lebens ist Santa aus der Dekoration befreit. Sie schnieft wieder. Warum bin ich so ungeschickt? Alles läuft schief, schief, schief. Hey, ist doch alles in Ordnung. Ich bin froh, dass du mich besucht hast, Santa. Na, danke, Koji. Du erinnerst mich an Papa. Ein bisschen. Er ist so ein lieber Mann. Das bezweifle ich nicht. Ich bin nicht sicher, ob ich mit einer wortwörtlichen Legende mithalten kann. Also dann lass uns dekorieren. Natürlich. Ein wenig später bedecken wir den Raum mit Lichtern. Nun zur wichtigsten Dekoration. Ohne Weihnachtsbaum ist es nicht Weihnachten, oder? Überhaupt nicht. Bevor ich weiß, wie mir geschieht, steht er schon in der Ecke. Komm schon, wir müssen ihn schmücken. Ihre Begeisterung ist ansteckend. Klar, wäre mir ein Vergnügen. Wir holen alles Mögliche aus der riesigen Dekorationskiste hervor, die sie mitgebracht hat. Wir greifen beide nach demselben Ast und unsere Finger berühren sich. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Sie ist deswegen wirklich aufgebracht. Was für ein schüchternes Mädchen. Ein wenig später ist der Baum fertig geschmückt. Wir haben es geschafft. Sieht er nicht hübsch aus? Absolut. Für einen Moment stehen wir zusammen da und bewundern unser Werk. Er sieht hier drin gleich viel freundlicher aus. Meinst du? Ja, ich konnte spüren, wie düster es hier war. Hier gab es keine Weihnachtsstimmung. Jetzt gibt es jede Menge davon. Sie tritt verlegen auf der Stelle herum. Tut mir leid übrigens wegen heute. Ich war nervös, weil es das erste Mal war, dass ich jemanden mit meiner Weihnachtswerkstatt gezeigt habe. Wirklich? Ich bin der Erste, der sie gesehen hat? Ja! Das ist wirklich etwas Besonderes, nicht wahr? Die meisten Menschen sehen Santa ihr Leben lang überhaupt nie. Und ich werde in ihre Werkstatt eingeladen. Wenn ich es nicht besser wüsste, warum ausgerechnet ich? Nun ja, ich glaube einfach, dass du etwas Besonderes bist, Koji. Und nachdem du mir so viel geholfen hast, wollte ich auch für dich etwas Nettes tun. Da ist auf jeden Fall etwas... Nun, vielen Dank, Santa. Und danke für die Dekoration. Gern geschehen. Wenn dir jemals die Weihnachtsstimmung ausgeht, bin ich gleich um die Ecke. Sie schaut auf die Uhr. Oh, ich muss von dem großen Tag noch mehr Spielsachen herstellen. Ich komme ein andermal wieder. Danke, dass du mich heute hereingelassen hast, Koji. Bitteschön. Denk nächstes Mal einfach daran, die Tür zu benutzen. Okay. Sie beginnt zu klettern. Hey, nein. Benutze die Tür, nicht das Fenster. Aber ich könnte mich verlaufen. Aufhören. Was für ein Tag. Gestern habe ich noch Trübsal geblasen, weil ich niemanden hatte, mit dem ich Weihnachten verbringen konnte. Jetzt sieht es so aus, als ob ich nicht genug Zeit haben werde. Das Klingeln des Telefons in meiner Wohnung unterbricht meine Gedanken. Hallo? Hey, Koji! Lange nicht mehr gesehen! Oh, hey, Daichi! Ich habe nicht mit einem Anruf gerechnet. Wie geht es dir, Bruder? Nicht schlecht, ganz und gar nicht schlecht. Ich verbringe gerade Weihnachten mit der Familie meiner Freundin. Hört sich an, als würdet ihr beide euch wirklich nahe gekommen. Ja, damit hatte ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Aber manchmal, wenn man ein Mädchen trifft, macht es einfach Klick, weißt du? Wenn ein paar von Zahnrädern, die ineinander greifen. Interessante Metapher. Du bist immer noch derselbe Koji. Und was machst du zu Weihnachten? Tut mir leid, dass wir dieses Mal nicht Dungeons Rumbler 2 spielen können.
Hast du dich an der Uni geschlagen? Ja, mein Studium läuft gut. Wir müssen einfach spielen, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Definitiv. Und was ich zu Weihnachten mache? Nun? Nun? Nun was? Komm schon, sag es mir. Man könnte sagen, ich habe ein Mädchen kennengelernt, das wirklich die Weihnachtsstimmung in einem weckt. Ha! Jemand, der Weihnachten liebt? Klingt nach einem Mädchen, das perfekt in die Familie passen würde. Sie ist definitiv ein Familienmensch, das stimmt. Und, hast du schon was mit ihr gemacht? Kaffee trinken, ein Date, irgendwas? Nun, sie tauchte heute in meiner Wohnung auf. Wow, das geht ja flott. Hey, es ist nichts passiert. Sicher. Überstürz es nicht. Mach ich nicht. Sie ist nur wirklich nett und unschuldig. Du hattest immer schon eine Schwäche für die Schüchternen. Das stimmt. Wie auch immer, ich bin froh zu hören, dass du jemanden hast, mit dem du Weihnachten verbringen kannst. Ich muss los. Sorge dafür, dass die Arcadian Battle Station fürs nächste Spiel bereit ist. Keine Sorge, das werde ich. Bis dann, Koji. Wir sehen uns, Daichi. Nun, das ist nicht mal ein Tag. Aber ich hatte trotzdem viel Spaß. Einen Tag mit Santa zu verbringen, hat sich ganz schön interessant herausgestellt. Ich habe festgestellt, dass es Magie wirklich gibt, zumindest Weihnachtsmagie. Santa, eine begnadete Spielzeugmechanikerin, obwohl sie so tollpatschig ist. Wie groß ihre Familie ist, ist immer noch beeindruckend. Aber im Nachhinein macht es schon Sinn, glaube ich. Ich meine, es wäre unmöglich, dass es nur ein Santa Claus, das alles zustande bringt, oder? Selbst wenn er Elfen hätte, könnte er unmöglich alles ganz alleine ausliefern. Also hat er auf sich dafür gesorgt, dass es genug Santas gibt, um mithalten zu können. Ich frage mich, wie die Weihnachtsfeier wohl aussehen mag, wenn sie alle den gleichen Namen haben, im selben Raum sitzen. Hey Santa, könntest du mir die Brotsoße reichen? Aber die mich am meisten interessiert, ist das süße, tollpatschige Mädchen, das ich kennengelernt habe. Ich möchte alles über sie erfahren. Aber wann wird sie wieder auftauchen? Es ist noch jede Menge Zeit bis Weihnachten, also frage ich mich, ich muss darüber nachdenken. Oh, geh mal die Santa-Route. Vielleicht werde ich abwarten, ob Santa wiederkommt. Sie hat gesagt, dass sie irgendwann vorbeikommt. Aber ich weiß nicht, wann das sein wird. Ich glaube nicht, dass Santa Claus ein Telefon hat. Trotzdem, was ist, wenn ich den ganzen Tag warte und sie nicht erscheint? Das wäre deprimierend. Genau in diesem Augenblick ertönt ein heftiges Klopfen von der Tür. Hallo, Koji! Ich habe die Tür benutzt, wie du gesagt hast. Und du hast auch den Weg... Und du hast dich auf den Weg nicht verlaufen, oder? Überhaupt nicht! Siehst du, du solltest mehr Selbstvertrauen haben. Es ist nicht so schwer. Du hast recht! Also, ich habe mich gefragt, hast du heute Zeit? Ja, ich habe mich schon gefragt, wann du vorbeikommst. Also, hast du an mich gedacht? Ich bin so glücklich. Es gibt etwas, das ich tun möchte, Koji. Und was ist das? Ich möchte erleben, wie es ist, Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Es besteht größtenteils daraus, von Menschenmassen erdrückt zu werden. Nun ja, ich kann dich mitnehmen, wenn du willst. Klar. Das würde mir gefallen, Koji. Ich habe gehört, es ist sehr aufregend. Jeder wandert umher auf der Suche nach Geschenken. Ist es nicht die schönste Zeit des Jahres? Ja, ich schätze, das ist sie. Es ist aber sehr viel los. Man kann sich leicht in der Menge verlieren. Ich bin mir sicher, dass mir das nicht passieren wird. Du hast doch gesagt, ich soll etwas Selbstvertrauen haben, richtig? Richtig. Wenn du einkaufen gehen willst, dann sollten wir so früh wie möglich gehen. Achso, später am Tag ist sogar noch mehr los. Ich verstehe. Trotzdem, es wird Spaß machen, da bin ich mir sicher. Schließlich werde ich die ganze Zeit mit dir zusammen sein. So viel Süßes ertrage ich nicht. Ein einziges Lebkuchenhaus mit Zuckerguss und allem drum dran wäre nicht so süß wie Santa. In Ordnung. Soll ich dir den Weg zeigen? Ja, bitte. Ich greife nach ihrer Hand. Koji, warum halten wir Händchen? Ich weiß nicht.
Ich weiß, dass du gesagt hast, du verleuchtest nicht, aber ich will nur sicher gehen. Halte meine Hand und es kann nichts geschehen, ja? Ich verstehe. Wenn du es nicht magst, müssen wir das nicht tun. Nein, es ist in Ordnung. Ich bin überglücklich, deine Hand zu halten, Koji. Okay, Santa. Dann bin ich froh. Händchen zu halten mit einem süßen Mädchen. Das ist etwas, was ich ganz sicher genießen kann, egal aus welchem Grund. Jedenfalls sollen wir losgehen. Ich fühle, wie ihr Griff fester wird. Sicher. Also gehen wir Hand in Hand in die Stadt. Die ganze Zeit über schaut sich Santa neugierig all die glitzernden Dekorationen und so ziemlich jedes Schaufenster an. Also kaufen die Menschen ihre eigenen Dekorationen, statt sie herzustellen? Ja, normalerweise schon. Nicht jeder kann Dinge herstellen, so wie du es kannst. Ich schätze, dafür gibt es die Familie Claus. Damit wir Dinge herstellen können, die andere Freude bringen. Das ist ein schöner Gedanke. Da fällt mir ein. Übrigens, wir müssen uns etwas einfallen lassen, damit dein Zauberstab in Sicherheit ist. Kannst du ihn schrumpfen? Kannst du ihn irgendwo reinstecken? Nicht wirklich. Wenn ich so darüber nachdenke, ist das eine dumme Frage. Was sie da trägt, kann man kaum als Kleidung bezeichnen. Ich kann sehen... Nun ja. Ich kann auf jeden Fall sehen, dass sie keine Taschen oder Beutel hat. Warte, er hat einen Haken. Also, ist dir etwas eingefallen? Vielleicht. Ist es das? Kann ich das... Ja. Jede Idee eine gute Idee. Stell dir vor, ich würde meinen Zauberstab verlieren. Und du wärst nicht da. Weihnachten wäre ruiniert. Davor habe ich am meisten Angst. Dass ich es vermassle und Weihnachten nicht stattfindet. Hey, beruhig dich. So etwas wird nicht geschehen. Und falls doch, kommst du einfach zu mir und wir finden eine Lösung, okay? Das weiß ich zu schätzen, Koji. Ihre Tollpatschigkeit macht dir anscheinend wirklich zu schaffen. Ich weiß nicht, was ich tun würde, um zu helfen. Aber trotzdem würde ich alles tun, was ich kann. Wenn du die ganze Zeit darüber nachdenkst, dass es schief gehen wird, dann wird es das wahrscheinlich auch. Einfach positiv denken, ja? Ja, positiv denken. Ich bin schließlich Santa. Die braven Mädchen und Jungen verlassen sich auf mich, dass ich ihnen Weihnachtsfreuden bringe. Also gebe ich sie alle mein Bestes. Das ist die richtige Einstellung. Wie dem auch sei, wo würdest du gern hingehen, Koji? Ich weiß es nicht. Es gibt eine Menge Geschäfte. Könnten wir denn einen Laden vermeiden, in dem wir neulich gelandet sind? Du meinst das Unterwäschegeschäft, in das wir teleportiert sind? Du hättest das nicht sagen müssen. Ich war nervös. Das ist in Ordnung. Wir werden einfach nicht dorthin gehen. Danke. Sie lässt ihre Aufmerksamkeit langsam über die Innenstadt wandern. Sie wissen hier wirklich, wie man in Weihnachtsstimmung kommt. Ist das jedes Jahr so, Koji? Das weiß ich nicht. Das ist das erste Jahr, dass ich hier bin. Magst du diese Stadt, Koji? Vielleicht. Ich würde sie mehr mögen, wenn ich Freunde hätte, glaube ich. Hey, kein Problem. Ich bin schließlich bei dir. Dieses Weihnachten wirst du nicht allein sein. Das verspreche ich dir. Sie drückt fest meine Hand. Danke, Santa. Es fühlt sich seltsam an, sie so zu nennen. Das Erste, was einem bei diesem Namen in den Sinn kommt, ist ein dicker Mann mit weißem Bart. Das ist sie nicht mal ansatzweise. Also, warum erzählst du mir nicht etwas mehr über deine Familie, Santa? Was würdest du gern wissen? Was ist mit deinem Vater? Er ist lieb, warmherzig und fröhlich. Er ist aber etwas mollig und hat einen weißen Bart. Also sieht er aus wie der Santa, der so ziemlich überall gezeigt wird? Yep, die Menschen lieben ihn, denkst du nicht? Er ist aber ein bisschen schade, dass du nicht auch Anerkennung bekommst. Anerkennung? Für einen von uns ist Anerkennung für uns alle. Denn wir sind schließlich alle Santa Claus. Verstehe. Ich schätze, es ist nicht wichtig, wenn es Teamarbeit ist. Nun ja, Familienarbeit. Also, wie wird entschieden, welcher Santa wo arbeitet? Wir entscheiden einfach, wo wir hin möchten. Mir gefiel dieser Ort, also habe ich beschlossen, zu bleiben. Gehst du manchmal zurück nach Hause an den Nordpol? Natürlich! Es ist schließlich nicht Weihnachten ohne unser Familienessen, weißt du?
Natürlich feiert Santa selbst auch Weihnachten. An Weihnachten geht es um Familie, Wärme und Freude. Der Nordpol ist mein Zuhause. Es ist immer der wärmste Ort auf der Welt für mich. Sie schließt die Augen und seufzt glücklich. Vielleicht könntest du zu unserem Weihnachtsessen kommen, Koji. Weihnachtsessen? Ja. Habe ich das laut gedacht? Yep, das hast du. Vergiss es einfach. Sie scheint so rot wie Rudolfs leuchtende rote Nase. Ich werde das nicht vergessen. Ein Weihnachtsessen mit der Familie Claus? Ich hätte die Gelegenheit, den großen Mann persönlich kennenzulernen. Obwohl dabei mit diesen süßen Mädchen zusammen zu sein. Das wäre schön. Sie ist so rein unschuldig, so wie es von einem Mitglied der Familie Claus erwarten würde. An dieser Stelle aber, meine lieben Dreamies, beende ich diesen Part für heute. Lasst doch ein Like da. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit und man sieht sie im morgigen Part wieder.